Am 30. Januar findet der Welttag der vernachlässigten Tropenkrankheiten, der Welt-NTD-Tag, statt. Dazu erleuchten am Abend verschiedene Gebäude, wie zum Beispiel die Chinesische Mauer, das Sony Center in Berlin und der Kiliansbrunnen in Würzburg in Orange. NTDs, das ist die Abkürzung für Neglected Tropical Diseases, übersetzt vernachlässigte Tropenkrankheiten. Doch was sind überhaupt NTDs und warum werden zu diesem Anlasstag Gebäude orange beleuchtet? Um diesen und weiteren Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir mit Expertinnen aus der NGO-Szene, der Medizin und Politik gesprochen. Herr Burkhard Kömm, Geschäftsführer der DHAW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe, erklärt uns, wie NTDs definiert sind. Die WHO hat vor mehreren Jahren eine Gruppe von 20 Erkrankungen festgelegt, die knapp 1,7 Milliarden Menschen betreffen und für die noch nicht genügend Medikamente, aber auch Diagnostika, also Möglichkeiten der Untersuchung und der Feststellung der Erkrankung im Labor vorhanden sind. 1,7 Milliarden, eine Riesenzahl. Im Prinzip kann man sich vorstellen, etwa jeder fünfte Mensch weltweit ist von diesen Erkrankungen betroffen oder bedroht. Also ist keine kleine Menschengruppe, aber es sind vor allem Menschen, die normalerweise in Verhältnissen leben, in denen eine medizinische Versorgung nicht so einfach und nicht so gut möglich ist. Meistens Menschen, die im globalen Süden leben und Menschen, die weit entfernt von den großen Städten leben, im ländlichen Bereich, wo die medizinische Versorgung nicht so gut ist. Warum engagiert sich nun die DAHW dafür? Naja, seit 64 Jahren ist die DAHW beauftragt, sich um Lepra zu kümmern. Lepra ist eine dieser Erkrankungen, die von der WHO dort zu den 20 gezählt wird. Wir haben aber schon immer uns auch engagiert für andere Erkrankungen, die wir bei der Bekämpfung der Lepra vor Ort vorgefunden haben. Und dazu gehörten eben auch viele dieser heute sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten. Unter anderem auch Schistosomiasis, eine heimtückische Krankheit, die vor allem in Ländern des globalen Südens vorkommt. Dr. Andreas Müller vom Missionsärztlichen Institut Würzburg. Was ist Schistosomiasis und wie wird die Krankheit übertragen? Es handelt sich um eine in den Tropen vorkommende parasitäre Wurmerkrankung, die viele Millionen Menschen, insbesondere im subsaharischen Afrika, betrifft. Diese Erkrankung erwirbt man einfach dadurch, dass man Kontakt mit dem Süßwasser hat, indem man in Flüssen, in Seen im subsaharischen Afrika badet oder Arbeit verrichtet, wie Wäsche waschen oder als Fischer sein Boot besteigt und die Netze auswirft. Denn dort kommen im Wasser die infektiösen Larvenstadien dieses Parasiten vor. Und die können beim Wasserkontakt aktiv in die menschliche Haut eindringen. Also selbst so harmlose Tätigkeiten wie ein erfrischendes Bad in einem dieser Gewässer kann bereits zu einer Infektion führen. Und daran erkennt man eigentlich, wie heimtückisch diese Erkrankung dann ist. Wie macht sich die Krankheit bemerkbar? Ja, das Erstaunliche ist, dass am Anfang gar nicht so viele Symptome für den Betroffenen zu spüren sind. Denn es ist ein Wesen einer parasitären Erkrankung, dass diese möglichst unbemerkt für den Wirt abläuft, damit er sich nicht zur Wehr setzen kann auch. Und im Falle der Schistosomiasis kann es sein, dass die Erkrankung über viele Jahre vollkommen unbemerkt vonstatten geht, bis dann schwere Organschäden auftreten und an den Folgen dieser Organschäden dann wirklich der Mensch schwer erkrankt. Und wie sieht es mit der Behandlung aus? Die Erkrankung kann im Frühstadium sehr gut behandelt werden. Dafür gibt es seit mehreren Jahrzehnten bereits ein Medikament, das sehr effektiv die Würmer abtötet. Und wenn dieses Medikament zur Verfügung steht, dann kann man die Erkrankung auch definitiv behandeln und ausheilen. Das Problem besteht aber für die Menschen in Afrika darin, dass zwar die Würmer dann abgetötet werden, aber das Risiko für eine erneute Infektion deswegen nicht weg ist. Denn das liegt ja einfach in der alltäglichen Beschäftigung, ja, der Notwendigkeit, mit dem Wasser Kontakt zu haben. Das heißt, man behandelt auch wirksam, allerdings kann dann bereits innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten bereits wieder eine neue Infektion da sein und das ganze Spiel geht von vorne los. Das heißt, es ist eine Geschichte ohne Ende.
Um diesen heimtückischen Kreislauf weiß auch Christian Schuchart, Oberbürgermeister der Stadt Würzburg und DHAW-Mitglied. 2019 war Herr Schuchart zusammen mit Burkhard Kömm in Würzburgs Partnerstadt Muansa zu Besuch und hat einen direkten Einblick in die Situation vor Ort erhalten. Auch er hat dabei diesen Kreislauf beobachtet. In der Tat ist es ja so, wenn man die Menschen im Grunde in Muansa hat, dann geht es ja um unterschiedliche Felder, diese zu erreichen. Es ist und ihnen zu helfen. Das eine ist natürlich sozusagen die Aufklärung darüber, welche Gefahren, so wie ich aufgeklärt wurde, in Bötchen auf dem Lake Victoria, die Gefahren, die mit dem Seewasser verbunden sind und reines Wasser zu verwenden. Ja, aber wenn man kein reines Wasser hat, dann hilft das alles nichts. Und deswegen behilft sich eigentlich auch die WHO und wir auch als DAW ja damit mit im Moment in vielfältiger Weise auch mit Medikamentengaben. Aber damit unterbricht man eben nicht diesen fürchterlichen Kreislauf, den auch Herr Dr. Müller mit Sicherheit beschrieben hat, sondern es muss im Grunde darin an der Wurzel anzugreifen. Das ist einfach, dass frisches Wasser zur Verfügung steht, um sich zu waschen, aber es auch zu konsumieren. Dr. Humphrey Masigo aus Tansania erforscht seit einigen Jahren die Krankheit Schistosomiasis. Er sieht neben der Bereitstellung von sauberem Wasser auch den Aufklärungsaspekt als zentralen Punkt in der Bekämpfung der Krankheit. Educating people about the disease and its associated consequences, its associated health impact, which goes beyond the health impact also to the economic impact of the individuals and also the families who will be responsible for taking care of those who will have the complication of the disease. So we are educating the communities so they can understand the disease, they can adhere to intervention measures. So the other part of the control is the communities themselves, what you call the WASH activities, water, sanitation, and the hygiene. One of the good measures to cut off the life cycle of the schisto is to have sanitation services within the communities. Most of our endemic communities, this is not part of their daily life. Wir haben nun einiges über Schistosomiasis als Krankheit erfahren. Wie sieht es denn mit dem psychischen Aspekt der Krankheit aus? Kommt es auch bei Schistosomiasis wie bei vielen anderen Entities zu Stigmatisierung? Dr. Saskia Greibich, Sie haben durch Ihre Position als Public Health Beraterin der DHW einige Beobachtungen und sogar Studien dazu gemacht. Können Sie uns mehr darüber sagen? Wir sind eigentlich im Laufe unseres letzten Projektes zu Schistosomiasis so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, dass uns aufgefallen ist, dass in verschiedenen Initiativen oder Maßnahmen einfach deutlich weniger Frauen freiwillig teilgenommen haben. Und im Zuge dessen haben wir uns so ein bisschen gefragt, woran liegt das? Sind so in alte Daten, haben da weiter reingeschaut und haben oft festgestellt, dass bei freiwillig angebotenen Behandlungskampagnen proportional weniger Frauen als Männer teilnehmen. Und das war für uns eigentlich die Grundlage, uns zu fragen, woran könnte das liegen? Hat das potenziell was mit Stigmatisierung zu tun? Fühlen sich Frauen vielleicht mehr stigmatisiert in den Gemeinden als Männer? Und haben daraufhin dann eben ein kleines Forschungsprojekt umgesetzt mit einer Studentin aus Würzburg, gemeinsam mit einer Studentin aus Muansa, die sich diesem Thema zusammen angenommen haben und halt Befragungen und Interviews in den Gemeinden geführt haben mit Betroffenen von Schistosomiasis, aber auch mit Gemeindemitgliedern. Und da hat sich ganz klar herausgestellt, dass Stigma wirklich ein Thema ist. Es gibt sehr, sehr wenig Forschung dazu. Man kann noch nicht so viel dazu finden, wenn man weltweit in den Publikationen sucht. Aber es ist ein Thema und wir werden uns dem jetzt auch weiter annehmen. Wir haben festgestellt, das hat nicht unbedingt eine Gender-Komponente. Es betrifft Männer als auch Frauen. Also sowohl Männer als auch Frauen fühlen sich zum Teil stigmatisiert oder ja, empfinden die Erkrankung als stigmatisierend. Und genau, wir sind noch dabei, die Ursachen genauer zu verstehen. Aber es liegt primär und viel daran, dass es wirklich große Missverständnisse gibt zur Übertragung der Erkrankung. Es gibt also Behandlungsmöglichkeiten, es werden Aufklärungsmaßnahmen durchgeführt und Maßnahmen zur Verbesserung der Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung umgesetzt. Warum gibt es diese Krankheit in Muansa dann immer noch in diesem Ausmaß? Dr. Humphrey nennt uns eine Ursache. We need to look on the central part of schistosomiasis transmission, which is poverty. So if we are able to raise the standard
the life standard of the endemic communities, which would imply that improving wash and sanitation and water availability, we are going to eliminate schist. NTDs werden häufig auch als Krankheiten der Armut bezeichnet. Ein Problem, das eigentlich durch die globale Weltgemeinschaft angegangen werden müsste. Dr. Andrew Ullmann, Facharzt für Innere Medizin und seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag und unter anderem auch stellvertretender Vorsitzender im Unterausschuss Globale Gesundheit, liegt dieses Thema besonders am Herzen. Es sind armutsassoziierte Krankheiten und 1,7 Milliarden Menschen in der Welt ist keine Kleinigkeit. Das ist eher peinlich, dass die globale Community dieses vernachlässigt und da muss sicherlich mehr Verstärkung hineingesetzt werden. Aber Beispiele hier gerade aus Würzburg mit unserem Oberbürgermeister, wo er zu seinem 50. Geburtstag Brunnen geschenkt hatte oder gespendet hatte, damit frisches Wasser vorhanden ist, damit die Leute sich nicht immer wieder mit Schistosomiasis zum Beispiel anstecken können. Das ist beeindruckend, wie einfach Hilfe aussehen kann. Hilfe zur Selbsthilfe, denn die Leute möchten natürlich auch selber aus dem Schlamassel rauskommen und sich selber helfen und möchten nicht immer oberlehrerhaft belehrt werden, wie man etwas besser machen kann. Das Thema globale Gesundheit ist spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie ins Bewusstsein gerückt. Auch NTDs sind mit 1,7 Milliarden Betroffenen weltweit ein globales Gesundheitsproblem. Herr Köhm, gibt es denn etwas, was wir von Corona lernen können? Wir hier in der DAW sind absolut überzeugt, dass wir von Corona sehr viel lernen können, nämlich, dass wenn wir als Menschheit zusammenstehen, wenn wir uns zusammentun und gegen solche Erreger, die uns alle gleich treffen, was unternehmen, dann können wir das auch schaffen. Wir haben gesehen, wie schnell es ging, wenn die Menschheit sich zusammentut bei Corona und gemeinsam agiert, dass wir einen entsprechenden Impfstoff erhalten haben. Wir glauben, dass wir, wenn wir mit dem gleichen Engagement auch bei den vernachlässigten Tropenkrankheiten rangehen, relativ zügig auch für die Menschen, für die 1,7 Milliarden Menschen, die betroffen sind von diesen Erkrankungen, Lösungen finden können. Und deshalb glauben wir, dass uns das sehr viel hilft, in der Zukunft von Corona zu lernen, von diesem Zusammenschluss, von dieser Gemeinsamkeit zu lernen und zu sagen, wir gehen da auch in Zukunft auf diese Themen der Gesundheit, der globalen Gesundheit gemeinsam zu und beschäftigen uns gemeinsam damit und nicht, dass wir die Länder alleine lassen mit ihren Problemen, die diesen Problemen oft gar nicht gewachsen sind. Was sagen Sie, Herr Ullmann? Ich glaube, viele auch in der Politik haben begriffen, dass globale Gesundheit nicht ein Nischenthema ist. Es ist deutlich wahrnehmbarer durch die Pandemie, die Traurigkeit, dass einige Millionen Menschen verstorben sind wegen dieser Pandemie. Aber auch der letzte Politiker muss es jetzt kapiert haben, was globale Gesundheit bedeutet. Und zwar nicht nationale Egoismen, die da eine Rolle spielen. Beschützen wir unser Land vor Infektionskrankheiten, sondern nur durch eine globale Initiative können wir für die nächste Pandemie, die sicherlich kommen wird, besser gewappnet sein. Das sollte uns eine große Lehre sein, auch für die Zukunft zu planen. Und das heißt aber auch, die Neglected Tropical Diseases, also die armutassoziierten Erkrankungen, auch ernst zu nehmen. Denn durch Klimaveränderungen, trotz Pariser Abkommen, wird es möglicherweise noch zu weiteren Epidemien oder gar Pandemien kommen können. Und dieses müssen wir jetzt angehen, sonst ist es zu spät. Herr Schuchardt, wie nehmen Sie das Thema globale Gesundheit im Hinblick auf Corona in Afrika wahr? Vielen Ländern Afrikas wird Corona, Sie haben das verfolgen können in den letzten Monaten, ja quasi von Regierungsseite geleugnet, fast wie beim Bolsonaro in Brasilien. Bei uns gibt es sowas nicht. Wir brauchen keine Maske, das verbreitet sich nicht, das ist einfach nicht da. So, und genau so ist es ein Stück weit auch aus politischen Gründen sicherlich, dass egal ob auf kommunaler Ebene oder regionaler Ebene oder gesamtstaatlicher Ebene auch solche vernachlässigten Tropenkrankheiten gar nicht so in den Fokus gestellt werden, aus politischem Kalkül. Weil wenn man den Leuten sagt, passt mal auf, 60% von euch sind krank oder können krank werden an Schisto, ja, dann ist ja die Nachrichtenlage, dass ein Staatsversagen vorliegt. Und das ist ein Stück weit ein Problem, auch im Grunde im gesellschaftlichen Diskurs in den Zielländern, die wir haben. Und deswegen kommt es im Grunde auch auf die Organisation aus diesen nichtstaatlichen Organisationen, auch aus den westlichen Ländern in besonderem Maße so an, weil sie als Player, als Mitspieler am Ort auftauchen und diese Themen sozusagen neutral
behandeln können und thematisieren können. Mitunter, man könnte fast sagen, bildlich gesprochen, den Finger in die Wunde legen. Und deswegen ist unsere Aktivität dort ganz, ganz wichtig. Auch Dr. Masigu sieht die Wichtigkeit der Aktivitäten, insbesondere der DAHW vor Ort. The first thing I would say about the impact the project have brought to the communities. You are putting a project or an activities where the community did not expect it will come in their life. That is coming like a surprise to the community. So we have put water, for example, in villages, in schools, where the government will not think about it, that this is a community's need to get this kind of services. But we have made it very possible for them, and that they are getting water. And the second part is also on the life of the communities which is living surrounding these institutions. They are also getting water services from the school environments. They have made their own arrangement. And you can see that you're impacting more the life of women who are supposed to work over long distance to get water, who are supposed to go to the infested water sources in the lake, get infection and bring water to the houses. So you're impacting different parts of life. Herr Köhm, die DAHW hat ja die Beleuchtung des Kiliansbrunnen in Würzburg initiiert. Was möchten Sie damit erreichen? Mit dieser Aktion zum Welt-NTD-Tag wollen wir erreichen, dass im Bewusstsein der Menschen es immer deutlicher wird, dass eben eine große Anzahl von Mitmenschen, die unter diesen Erkrankungen leiden oder von denen bedroht sind, nicht eine adäquate Behandlung oder Unterstützung erhalten, wie sie eigentlich erhalten könnten. Wir glauben, dass man das auch gerade bei uns hier oder weltweit in den Ländern bekannt machen muss, bewusst machen muss bei den Menschen, dass dieses Problem existiert. Herr Schuchardt, auch dank Ihrer Unterstützung wird der Kiliansbrunnen orange beleuchtet. Also erstmal finde ich das sehr, sehr schön, dass in Würzburg gerade ein Brunnen beleuchtet wird, weil das ist mir dann irgendwo auch im Prozess klar geworden. Das ist ja eine inhaltliche Brücke auch zu dem Thema Wasser und Brunnen und Bekämpfung von Schistosomiasis, der wir uns ja auch als DAW ganz, ganz besonders verpflichtet fühlen. Musik